Fragen. Und wir begrüßen euch natürlich bei AS24 auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben von Sandor Bodenmüller die Frage: Kann ich an eine Endstufe, einen Woofer und die normale Soundanlage anschließen? Oder ist es besser, zwei Endstufen zu verwenden? Also, die Art, wie die Frage gestellt wird, sagt mir eigentlich, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen und von ziemlich weit unten anfangen, um zu mal erzählen, was gibt es überhaupt? Weil wir reden von einer Endstufe, wir reden von einer Soundanlage. Was ist das überhaupt? Was verstehen wir drunter? Und da würde ich sagen, wir fangen mal an. Eine kurze Skizze. Wir haben ein Autoradio. Das hat grundsätzlich einmal viermal Lautsprecherausgänge, ohne dass ich irgendwas weiteres wie einen Verstärker benötige, kann ich da vier Lautsprecher anschließen. Also in der Regel, sage ich jetzt mal, haben wir im Auto vier Lautsprecher. Und bei einer Soundanlage, da fragt man sich ja schon, ist das dann mit Subwoofer oder ist das ohne Subwoofer? Das ist natürlich pro Fall unterschiedlich. Jemand sagt, eine Soundanlage ist nur mein Autoradio. Der andere sagt, eine Soundanlage ist mein Frontsystem oder es sind nur Lautsprecher, von Subwoofer will ich gar nichts hören. Und für den, sagen wir mal, ambitionierten KHFI-Fan ist natürlich der Subwoofer definitiv ein Thema mit in der Soundanlage. Also malen wir mal noch einen Subwoofer mit dazu. Das heißt, nur mal lautsprechertechnisch gesehen, meine Soundanlage besteht aus Frontsystem, Hecksystem und Subwoofer. So, wenn ich jetzt nur ein Autoradio habe und verbaue keinen zusätzlichen Verstärker, eine Endstufe, ja, ist gleich Verstärker, dann könnte ich jetzt rein theoretisch aus diesen 4x50 Watt, was bei den meisten Autoradios eingebaut ist, wir reden hier von Musikleistung, nicht von RMS-Leistung, das heißt, es ist die maximale Ausgangsleistung, die aus dem Autoradio rauskommt, also nicht zu vergleichen mit einer Endstufenleistung von 4x50 Watt, das ist definitiv bei einem Verstärker dann mehr Power. So, jetzt könnte ich sagen, ich verbinde jetzt meine vier Lautsprecher mit meinem Autoradio und das ist meine Soundanlage. So, das ist die einfachste Art einer Soundanlage, weil einen Subwoofer kann ich jetzt schon mal gar nicht anschließen. Mein Autoradio hat nur vier Lautsprecherausgänge. Um den Subwoofer zu betreiben, brauchen wir einen zusätzlichen Verstärker. Das heißt, wenn der jetzt in so einer Box drin ist, hier steht der im Kofferraum drin, das ist eine Subwoofer-Box, hat einen Anschluss mit Plus und Minus. Den kann ich aktuell nicht anschließen. Mein Autoradio hat aber zusätzlich zu den vier Lautsprecherausgängen, die als Kabel so ausschauen, also das sind ganz normale Lautsprecherausgänge, Kabelform, und jedes Autoradio hat noch zusätzlich Cinch-Ausgänge, also fast jedes Autoradio und jedes hochwertige Autoradio sowieso. Und je hochwertiger das Ganze wird, umso mehr Cinch-Ausgänge habe ich. Das heißt, das sind Signalausgänge vom Autoradio, wo eigentlich keine Leistung anliegt, sondern das ist jetzt mal nur das Signal da. Um mit diesem Signal, wie malen wir die jetzt? Also hier sind unsere Cinch-Ausgänge, nennen wir es jetzt mal die Boxen von dem Autoradio. Das ist Front, und also Front rechts und links. Und das ist Rear, also Heck rechts und links. Und das ist der Subwoofer-Ausgang hier noch zusätzlich. Subwoofer. Da kann ich jetzt auch direkt noch keinen Subwoofer dran anschließen, weil da keine Leistung, sondern nur das Signal anliegt von der Musik, die ich gerade höre. Und all diese drei Cinch-Ausgänge kann ich an meinem Autoradio in Form von Front, Rear oder Subwoofer separat laut und leise machen. Also Fader vor und zurück, damit ergibt sich vorne mehr Dampf auf dem Lautsprecherausgang drauf. Oder weniger, und das alles kann ich separat regeln über diese Cinch-Ausgänge, vorausgesetzt mein Autoradio hat das. Und diese Cinch-Ausgänge, die kann ich mit einem Cinch-Kabel, also die passen dann da drauf, das heißt auch so, könnt ihr im Webshop einfach suchen, kann ich jetzt einen Verstärker anschließen. Und erst dieser Verstärker macht aus diesem Signal vom Autoradio ein Power-Signal, ja? Und mit dem kann ich dann meinen Subwoofer betreiben. Also hier eigentlich falsch gezeichnet, sorry, das müssen wir anders machen. Hier, da haben wir extra einen Subwoofer-Ausgang.
der hier regelbar ist und als dieses auch gekennzeichnet ist am Autoradio. Dann hätte ich jetzt rein theoretisch 1, 2, 3, 4 Lautsprecher direkt übers Autoradio angeschlossen, funktioniert, ist jetzt nicht unbedingt powermäßig die lauteste Anlage, aber ich habe passend noch dazu einen Subwoofer auch noch mit über diesen Verstärker oder Endstufe, schreiben wir mal rein. Endstufe ist gleich Verstärker. Sorry, das ist jetzt wirklich mein Anfängerkurs. Und deswegen Verstärker, weil wir hier nur ein kleines Signal haben, kein verstärktes Signal. Und erst durch den Verstärker, durch die Endstufe, machen wir aus dem kleinen handlichen Signal richtig Power für einen Subwoofer und da kommt dann auch richtig Bass raus. Wenn wir jetzt aber noch zusätzlich unsere Lautsprecher nicht mit der wenigen Leistung von 4x50 Watt maximaler Leistung betreiben wollen, sondern jetzt sagen, nein, ich möchte es auch über einen externen Verstärker betreiben, weil auch meine Lautsprecher möchte ich mit mehr Power bedienen, damit es besser klingt, ich lauter Musik hören kann und wenig Verzerrung oder eben gar keine Verzerrung im besten Fall richtig klar und laut Musik hören kann. Dann muss ich eben diese Lautsprecher auch noch über einen Verstärker, das machen wir jetzt mal weg hier, so, nicht mehr direkt die Verbindung über die Lautsprecherkabel vom Autoradio, sondern wir bauen jetzt einen zweiten Verstärker ein, der wegen mir vier Kanäle hat, vier Kanal, die über diese vier Lautsprecher, Cinch-Ausgänge, wiederum nur ein kleines Signal, aber verbunden sind mit dieser Vierkanal-Endstufe. Und die Endstufe, also der Verstärker, der bringt jetzt noch mehr Power als diese 4x50 Watt, sondern 4x50 Watt RMS-Leistung oder 4x70, 4x100, 4x150, egal. Und von hier aus verbinde ich jetzt meine Lautsprecher und habe jetzt meine ganze Soundanlage über meine Endstufen laufen. Und in dem Fall habe ich jetzt tatsächlich zwei verschiedene Endstufen. Einmal eine Vierkanal-Endstufe und einmal ein Monoblock für den Subwoofer, also wo wirklich nur Subwoofer macht. Zwei Kanäle oder Monokanal, dann kann ich hier einen Subwoofer anschließen. Das ist die erste, naja, sagen wir mal, sehr geläufige Variante, aber jetzt können wir uns noch eine einfachere Variante vorstellen, weil wir haben jetzt für den Subwoofer einen extra Verstärker drin und für die Lautsprecher einen extra Verstärker. Alles muss ich natürlich separat verkabeln, mit Powerkabel, mit der Batterie verbinden, meine Cinch-Kabel anschließen, meine Lautsprecherkabel anschließen, das ist alles relativ viel Aufwand und vor allem habe ich natürlich jetzt bei der Variante zwei solche Trümmer irgendwo im Kofferraum zu installieren oder wo auch immer Platz ist. Schön wäre es doch, wenn man einfach nur einen so einen Verstärker anschließen müsste, dann könnte ich mir jetzt entweder einen 6-Kanal-Verstärker nehmen, weil wir haben ja zwei Kanäle hier, / einen Monokanal und vier Kanäle hier. Es sind also mindestens 5 oder 6 Kanäle, die ich brauche und auch über so ein Radio direkt über die Cinch-Kabel anschließen könnte. Also es gibt natürlich auch 6-Kanal-Verstärker, da ist dann sozusagen Kanal 5 und 6 für den Subwoofer bereits in einem so einem Gehäuse installiert und ich brauche nur eins installieren. Da gebe ich euch noch ein paar Beispiele im Video mit dazu, hier an der Seite, wo ihr ein paar 6-Kanal-Endstufen findet in der Kategorie. Oder wir bauen die Anlage etwas einfacher auf. Wir haben wieder unser Autoradio. Wir haben Front- und Hecklautsprecher. Und wir haben wieder einen Subwoofer. So, im Gehäuse drin. So. Die hinteren Lautsprecher sind nicht klangentscheidend. Die hinteren Lautsprecher, die sind da, die machen auch ein bisschen mehr Raumfülle mit dazu, aber klangentscheidend sind Frontlautsprecher. Das ist das Allerwichtigste, weil ich gehe auch im Konzert und stelle mich zur Bühne hin und schaue, was vor mir ist und stelle mich nicht mit dem Rücken zur Bühne und höre das, was da hinter mir stattfindet. Also vorne ist absolut wichtig.
Rechter, linker Lautsprecher sehr gut zugänglich zu mir, da ist kein Sitz mehr davor. Von den hinteren Lautsprechern wäre ja praktisch mein Sitz, der das ganze Sound alles schon mal abschottet von meinem Ohr. Und meine vorderen Lautsprecher sind absolut wichtig für Rechts- und Links-Stereo-Effekt, räumliche Tiefe, und ich höre sofort jede Kleinigkeit. Also das Frontsystem ist das Allerwichtigste bei dem Soundsystem. Also könnten wir jetzt sagen, wir bauen nur einen Vierkanal, also das gleiche wie hier, ja, den Vierkanalverstärker ein, bedienen über den Front-Cinch-Ausgang einmal eingangsseitig die Vierkanal-Endstufe, geben die Power, die wo der große Verstärker bringt, an die Front-Lautsprecher weiter, weil die sollen ja optimal laufen. Die hinteren Lautsprecher sind nicht so wichtig. Für die Leute, wo hinten drin sitzen, ist es ganz cool, wenn da hinten ein bisschen was mitläuft. Aber eigentlich langt mir hier die Ausgangsleistung vom Autoradio. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder meine 4x50 Watt, nehme ich halt nur 2x50 Watt, von den hinteren Ausgängen und bediene da meine hinteren Lautsprecher. Brauche also auch nichts extra verkabeln, weil die sind ja original meistens schon im Fahrzeug drin. Und kann ich höchstens austauschen in etwas bessere Lautsprecher, aber anschlusstechnisch direkt übers Autoradio anschließen. Und jetzt habe ich ja 4 Kanäle an meinem Verstärker, habe aber erst 2 für mein Frontsystem verwendet. Und jetzt kommt mein Subwoofer-Ausgang, den ich jetzt auch noch auf den 4-Kanal-Verstärker auf die anderen 2 übrigen Kanäle anschließe und im gebrückten Zustand auf meinen Subwoofer gehe. Der gebrückte Zustand, da gibt es dann nochmal ein paar Videos dazu, was man da genau drunter versteht. Aber ich habe jetzt mit einem einzigen 4-Kanal-Verstärker, der auch preislich nicht so teuer ist wie ein 6-Kanal-Verstärker oder eben auch preislich nicht so teuer ist wie eine Extra-Bass-Endstufe und eine 4-Kanal-Endstufe, mit der kleinen Einschränkung, dass ich meine hinteren Lautsprecher, die nicht so wichtig sind im Soundsystem, eben nur signaltechnisch vom Autoradio mit der Leistung anfangen. Das muss ausreichen, das reicht auch in den meisten Fällen aus. Und habe dafür aber gesorgt, dass meine kostengünstige 4-Kanal-Endstufe genau da eingesetzt wird, wo sie sehr effektiv ist. Also für das Frontsystem und für den Subwoofer. Und ich habe nur eine Endstufe, die ich installieren muss, im Kofferraum oder wo auch immer. Und habe natürlich auch keinen so einen großen Installationsaufwand und Einstellaufwand, weil 2 Endstufen ist definitiv ein bisschen mehr. So, das ist eigentlich die gängigste Variante, eine Soundanlage aufzubauen, wer auch immer was unter einer Soundanlage versteht. Aber diese verschiedenen Varianten, die gibt's. Und ich hoffe, ich habe dem Sandor Bodenmüller seine Frage etwas beantworten können, weil es ist nämlich grundsätzlich die Frage, habe ich einen 4-Kanal-Verstärker, habe ich bloß einen 2-Kanal- oder 6-Kanal-Verstärker? Das muss ja erstmal klar sein, um zu wissen, welche Lautsprecher kann ich noch irgendwo anschließen. Was ich nicht kann, das ist an einem 2-Kanal-Verstärker, also der nur rechts und links macht, vorne rechts, vorne links, oder vielleicht nur mit diesen 2 Kanälen einen Subwoofer betreibt, kann ich nicht sinnvoll Subwoofer und Lautsprecher betreiben. Also falls das der Kern der Frage gewesen sein sollte, das funktioniert nicht sinnvoll. Das kann man irgendwie mal, da kommt nichts Gescheites bei raus. Und das sind die gängigen Anschlussweisen von Verstärker, Subwoofer zu Lautsprecher am Radio oder über Verstärker. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert zu erklären oder zu verstehen. ARS24, dein Autoradioshop an der A7, Abfahrt Memmingen Süd. Im Netz unter ars24.com.